Einer der schönsten Elbstrände liegt im Westen von Hamburg. Für einen Ausflug geht es zunächst nach Blankenese. Der Hamburger Vorort ist für seine winzigen, verzweigten Gassen und verwinkelten Häuschen am Hang der Elbe bekannt. Wer hier wohnen will, sollte das nötige Kleingeld mitbringen. An der Elbe gibt es neben Getränken und Fischbrötchen auch einen hervorragenden Blick. Am anderen Ufer das Airbuswerk, in der Ferne der Hamburger Hafen. Die Elbfahrrinne mit seinen Dünen und vorbeikommenden Schiffen. Ach ja, die Einfahrt nach Hamburg wird von 3 verschiedenen Lotsenorganisationen begleitet. Das erste Team ist für die Deutsche Bucht verantwortlich, die Elbenlotsen für die Fahrt durch die Elbe und die Hafenlotsen für den Hafen. Große Schiffe werden oft hier bei Teufelsbrück übergeben. Fahren also 2 Schlepper aus dem Hamburger Hafen die Elbe runter, lohnt es sich oft zu warten. Nicht selten kommen sie zurück mit einem dicken Kahn im Schlepptau. Doch wie man an der Sandbank sehen kann, ist gerade allerdings Ebbe. Für große Frachter ein ungünstiger Moment für die Einfahrt in den Hamburger Hafen. Zum Strand vom Falkensteiner Ufer sind es noch rund 2 Kilometer. Zu sehen gibt es aber genug. Das Falkensteiner Ufer ist ein weitläufiger Sandstrand mit viel Platz und Bäumen, die Schutz vor der Sonne spenden. Am Strand befindet sich der Campingplatz Elbcamp. Er ist von April bis Oktober geöffnet. Hier kann man sein Zelt direkt am Strand aufbauen. Praktisch ist aber vor allem, dass es im Café Glück Speisen, Getränke und Toiletten gibt. Hier versorgen wir es im Sommer mit kaltem Bier und bei Regen waren wir dankbar über Kaffee und Kuchen sowie ein Dach über dem Kopf. Ein Spaziergang lohnt sich auch bei schlechtem Wetter. Dann hat man den Strand ganz für sich allein. Wenn dir das Video gefallen hat, schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Da findest du weitere Videos zu Ausflügen rund um Hamburg. Links und weitere Tipps findest du in der Beschreibung.